Ich hätte sagen, wo ist denn das? Hallo. Treppe mit der Lava. Da ist sie. Wo bin ich? Ach, stumpf. Da ging es gar nicht weiter. Naja, lassen wir es hier abfließen. Wir gehen ja erstmal noch nicht in die Festung. Was ist das denn? Eine Höhle. Nee? Ja, okay. So, wie kommen... Ach so. Wie kommen wir denn mal... hoch? Ich sehe schon. Unser großes Projekt lässt auf sich warten. So, wo gingen wir denn hier durch? Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und machen das parallel. Naja. Probier es mal hier. Ja, hier war das auch. So, und genau das meine ich. Das hat es wirklich drauf angelegt, uns jetzt mal wieder den Tag zu versauen. Mal gucken, ob wir da wieder auf Land kommen. Uiuiuiui. So. Hallo? So, das ist jetzt natürlich lang... Langweiliger Tunnelbau. Wollte ich eigentlich nicht haben. Ja gut, was haben wir denn? Was kann ich denn mal erzählen? Oh cool. Eine Glowstone-Ader. Kenne ich ein paar LOL-Fun-Facts? Joa, eigentlich schon. Okay. Ein LOL-Fun-Fact. Die Gründer von LOL, die Mojang AG oder AB, ist ja, heißt übersetzt eigentlich mehr oder weniger Gadget AG. Ist ja Mojang schwedisch und heißt nichts anderes als Gadget AG. Also AB heißt AG dann. Und ansonsten, ja. Wen es interessiert, ich fand es ziemlich witzig, ich habe es jetzt scheiße erzählt, aber naja. So. Dann werde ich noch unter den, ach ja, wir müssen Glowstone ja wieder Platz schaffen. Netherrack. Haben wir eigentlich jetzt noch ein Behutsamkeitsbuch oder so gehabt? Ich weiß gar nicht. Könnte sein, ich habe keine Ahnung. Ja, wieder ein bisschen Glowstone gesammelt. Das ist doch super. So. Und dunkel ist. Wobei es in der Hölle, beziehungsweise im Nether ja eh nicht so dunkel ist. So, was haben wir? Oh, über ein 64er Stack. Und ich muss niesen und ich hoffe, dass ich dadurch sage, dass ich niesen muss, dass ich dann nicht mehr niesen muss. Wollen wir uns mal hoffen. Und ein Glowstone Dust, falls wir nochmal eine Ader finden, nehme ich es mal mit. Aber wenn wir es nicht brauchen, werfe ich es weg. Ui, ruckel, ruckel. Hier ist das doch schön. Hier ist das super, finde ich. Eigentlich perfekt. Dann können wir hier weitermachen. Und hauen uns jetzt erstmal... wie heißt das? Ich hab den Spruch vergessen, ich glaube... Ich hab ein Blackout, nee. Provisorisch. Jetzt glaubt er, was, warum fällt ihm so ein blödes Wort wie provisorisch nicht ein? Keine Ahnung.
War einfach weg. Komisch. Naja, Provi komisch. Hauen wir da jetzt erstmal eine Portal rein. Und dort kann es wirklich alles sein. Deswegen... Miep. Ich trau mich gar nicht, aber gut. Schwert. Und die sind wir... Ja, wir sind oben an der Landschaft. Im Regen. Naja, es ist super optimal, dass da ein Berg ist, aber ansonsten ist das hier eigentlich ziemlich nice. Ja, eigentlich perfekt. Müssen wir nur gucken auf der Karte. Perfekt. Dort steht... Ach ja, ist Nacht. Nein, ich habe mein Schwert weggeworfen. Alter, geh weg. So, außer dem Berg habe ich gesagt, ist das scheiße. Aber wir haben hier schön unsere Position. Das ist super, weil wir brauchen eine Höhe von vom höchsten Punkt noch. Was ist das? Achso, Knochen. Vom höchsten Punkt noch 240 etwa. Denn es kann ja heiter werden. Ich denke mal, dass der Berg da oben der höchste Punkt ist. Ich gehe da mal hin und merke mir diese Höhe. Und dann müssen wir eine sehr, sehr hohe Höhe noch anfechten. Wo stehst du denn schon? Ich sehe dich nicht. Ach, schön Tarnkleidung hier. Ich wecke hier auch mal ab. Na komm. Aber diese Skelette sind die einzigen hier. Ich habe da schon Schiss. Lass mal was essen. So, und jetzt im Zickzack aufs Skelett. Na komm, im Zickzack aufs Skelett zu. Bist du gestorben? Nee, es lebt noch. Hemm. Da oben sind noch fett Zombies. Na komm, Maus. Maus tut nicht, Maus tut. So, es rötet schon morgen. Aber, nee. Ja, gehen wir schnell nach Hause pennen, oder? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich haben wir ja eine schöne Dia-Schwert. Das müsste reichen. Wir sind jetzt nicht von gestern. So. Es kommt mir so vor, als ob mit Gras bewachsenes. Ui. Komm. Mit Gras bewachsenes Dingens Erde länger braucht als normale braune Erde. Ist bestimmt noch so. Ich hab's mir bestimmt noch nicht eingebildet. Naja. Also so wäre so ein kleiner Funfact. Nee, Funfact ist es nicht, es ist nicht witzig. Aber wissenswert. So, ihr dürft mir nicht runtergeschossen werden, sonst ist Ende. Und der höchste Punkt sind 106. Aufschreiben eben. Ich habe ja schön meinen Stift und so. Parat, 106. Und wieder runter, ohne zu sterben. 106. Hey, Creepy. Hi, Creepy. Tschüss, Creepy. Hi, Creepy. Und tschüss, Creepy. Der lebt noch? Was ist das denn für ein Hammerspiel? Naja, so langsam wird's Tag, das ist super. Wir hätten mal zu Hause einen Waypoint setzen können, um zu gucken, wo wir jetzt sind. Naja. So, Schweinis, Kühis, Kühis. Kühe, es hat nicht zu interessieren. Wir wollen jetzt einfach mal zum Portal. Und dann müssten wir auf Höhe 106, das heißt 300, mal 340, um ganz sicher zu gehen. Nee, 350 müssten wir sogar. Und ja, 350. Alter Schwede. Wir bauen uns, womit bauen wir uns hoch? Mit Holz. Mit Holz. Mit Holz? Ich weiß nicht, mit Holz? Ich meine, wir brauchen eigentlich... Nee, ich weiß. Ich hab einen super, super Plan, weiß ich nicht. Nee, haut das hin? Überlege ich gerade.
Das. Nee. Oh, das ist schwer. Ich glaube, wir bauen uns da jetzt mal provisorisch mit. Ja, Holz haben wir am meisten. Bauen wir uns gleich mal eine Holztreppe. Also, nee, eine Holztreppe bauen wir uns nicht dahin. Sondern einen Holzaufstieg. Und das kann lustig werden. Und ich denke mal, wir werden eine Menge, also ganz oft krepieren. Wenn ich nicht gerade sehr geschickt daran arbeite. Aber das sollten wir vielleicht sogar hinkriegen. So, jetzt sind wir auf Höhe des Berges. Kommt einem gar nicht so vor, ist aber so. Er scheint auch ein bisschen weiter weg zu sein, aber egal. So, was haben wir gesagt? 350, ne? Oder 360. Machen wir 355, um ganz sicher zu gehen. Und das wird auch das letzte sein, was wir in dem LP jetzt machen, also in dieser Aufnahme machen werden. Denn es ist schon langsam Zeit, dass ich mein Stündchen wieder durch habe. Ich würde gerne länger machen, aber es ist jetzt schon mitten in der Nacht und ich will auch pennen gehen. So langsam? Sag mal. Nee, das liegt am Lied. Lag am Lied. War ein bisschen leise. Das nächste ist hoffentlich ein bisschen lauter. Das liegt, glaube ich, aber auch am Regen. Das ist auch nervig. Alter Lied. Ah ja. Ich glaube, das dröhnt jetzt ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich lasse das mal so. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in diesem LP schon Lieder gehört haben. Mich jetzt ganz überfragt. Oder ob das jetzt schon die ganze Zeit so war. Entschuldige ich mich erstmal für die letzten Folgen ohne Musik. Falls ich jetzt beim Schnitt sicher bereuen, dass ich das jetzt, dass ich mich jetzt entschuldigt habe. Vielleicht auch nicht. Mal. Naja. Auf was soll ich jetzt eigentlich hören? Auf das in der Klammer oder das daneben? Auch schlimm. Ich glaube, wir hören mal auf das in der Klammer. Währenddessen was essen. Ich mache das ganz bewusst so hoch und ich denke mal. Nee. Die könnten sogar Glück haben. Nee, das mit den Portalen, das muss ich noch echt ausprobieren. Ob wir das auch hinkriegen. Nein, nein, nein! Oh, Kacke. Wir sind an der obersten Höhe angelangt. Och, scheiße. Naja, super Ausblick. Ja. Oh, Mann. Runterspringen will ich nicht. Runterbauen will ich... Das wäre auch... Das, ich bin auch stumpf. Das heißt... Ja, das könnten wir eigentlich machen. Wir könnten einfach den Berg etwas dezimieren. Oder ausleuchten, ist auch eine geile, auch eine super Idee. Da müssen wir nicht dezimieren. Das ist eigentlich das einzig wertvolle. Oh. Nee, das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Stickies und Eisen haben wir. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Ich hab Schiss hier. Ich hab echt keine Äxte mitgenommen. Ich hab echt Schiss jetzt. Hier wird's auch, nee, das ist, zum Glück funktioniert das nur bei Holz. Weil wenn wir jetzt timmern und alles runterfällt, dann sind wir eh noch am Arsch. So, tschüss Crafting Table. So. Jetzt muss ich überlegen. Wenn das oberste ist, dann müssten wir jetzt ab hier, müsste das Dach anfangen. Hier ist jetzt ein Hund drüber, jetzt können wir noch Fackeln legen. Wobei eigentlich, ich weiß nicht, ob Zombies jetzt auch auf oberster Höhe spawnen. Ich überlasse es mal dem Zufall. Und jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung wir das anfangen müssen. Ich will jetzt nicht versuchen, da Geronimo reinzuspringen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will jetzt nicht eine ganze Axt jetzt verwursten. Ich würde einfach mal sagen, das überlege ich mir jetzt, beziehungsweise ich gucke offscreen mal eben, in welche Richtung ich dann bauen muss. Wir sehen uns mal in der nächsten Folge auf diesem Stamm wieder, würde ich sagen.
Und dann gehe ich jetzt erstmal pennen und wir sehen uns dann, also in der nächsten Folge, wenn ich es jetzt richtig berechnet habe, mit den also mit der Sendezeit alles, ja, müsst ihr nicht hinhauen. In der nächsten Folge oder wenn dann gleich wieder. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss und wir sehen uns. Tschüss.